Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Liebe Schwestern und Brüder, wir feiern die Heilige Messe am Montag der 5. Fastenwoche. Das Kreuz ist verhüllt. Oft ist uns der Sinn des Kreuzes wie verschleiert. Wir kennen nicht, welche Bedeutung das Kreuz für uns hat, wer der ist, der dort am Kreuz hängt. Und das verhüllte Kreuz will uns ja aufmerksam machen auf die Passion. Denn nur indem wir die Passion bedenken, können wir tiefer verstehen, dass das Kreuz für uns ja Heilszeichen ist. Dass ein Ostern als solches auch erkennbar sein soll. Bringen wir vor dieses Kreuz, das verhüllt ist, die Kranken, unsere Anliegen. Wir beten in dieser heiligen Messe besonders für eine Schwerkranke unserer Pfarrei. Bitten wir Christus um seine Gegenwart und um sein Erbarmen im Kyrie Eleison. Lasset uns beten. Barmherziger Gott, in deinem Sohn hast du uns die Fülle des Segens geschenkt. Gib uns Kraft, unsere sündhaften Gewohnheiten abzulegen und in der neuen Wirklichkeit zu leben, damit einst die Herrlichkeit deines Reiches an uns offenbar wird. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in Ewigkeit. Amen. Lesung aus dem Buch Daniel. In jenen Tagen verurteilte die versammelte Gemeinde Susanna zum Tod. Da rief sie laut: Ewiger Gott, du kennst auch das Verborgene. Du weißt alles, noch bevor es geschieht. Du weißt auch, dass sie eine falsche Aussage gegen mich gemacht haben. Darum muss ich jetzt sterben, obwohl ich nichts von dem getan habe, was diese Menschen mir vorwerfen. Der Herr erhörte ihr Rufen. Als man sie zur Hinrichtung führte, erweckte Gott den Heiligen Geist in einem jungen Mann namens Daniel. Dieser rief laut: Ich bin unschuldig am Tod dieser Frau. Da wandten sich alle Leute nach ihm um und fragten ihn: Was soll das heißen, was du da gesagt hast? Er trat mitten unter sie und sagte: Seid ihr so töricht, ihr Söhne Israels? Ohne Verhör und ohne Prüfung der Beweise habt ihr eine Tochter Israels verurteilt. Kehrt zurück zum Ort des Geschehens, denn diese Ältesten haben eine falsche Aussage gegen Susanna gemacht.
Eilig kehrten alle Leute wieder um. Und die Ältesten sagten zu Daniel: Setz dich hier mitten unter uns und sag uns, was du zu sagen hast. Denn dir hat Gott den Vorsitz verliehen. Daniel sagte zu ihnen: Trennt diese beiden Männer, bringt sie weit auseinander. Ich will sie verhören. Als man sie voneinander getrennt hatte, rief er den einen von ihnen her und sagte zu ihm: In Schlechtigkeit bist du alt geworden. Doch jetzt kommt die Strafe für die Sünden, die du bisher begangen hast. Ungerechte Urteile hast du gefällt. Schuldlose verurteilt, aber Schuldige freigesprochen. Und doch hat der Herr gesagt: Einen Schuldlosen und Gerechten sollst du nicht töten. Wenn du also diese Frau wirklich gesehen hast, dann sag uns, was für ein Baum war das, unter dem du die beiden zusammen gesehen hast? Er antwortete: Unter einer Zeder. Da sagte Daniel: Mit deiner Lüge hast du dein eigenes Haupt getroffen. Der Engel Gottes wird dich zerspalten. Schon hat er von Gott den Befehl dazu erhalten. Dann ließ er ihn wegbringen und befahl, den anderen vorzuführen. Zu ihm sagte er: Du Sohn Kanaans, nicht Judas, dich hat die Schönheit verführt, die Leidenschaft hat dein Herz verdorben. So konntet ihr an den Töchtern Israels handeln, sie fürchteten sich und waren euch zu Willen. Aber die Tochter Judas hat eure Gemeinheit nicht geduldet. Nun sag mir, was für ein Baum war das, unter dem du die beiden ertappt hast? Er antwortete: Unter einer Eiche. Da sagte Daniel zu ihm: Mit dieser Lüge hast auch du dein eigenes Haupt getroffen. Der Engel Gottes wartet schon mit dem Schwert in der Hand, um dich mitten entzwei zu hauen. So wird er euch beide vernichten. Da schrie die ganze Gemeinde laut auf und pries Gott, der alle rettet, die auf ihn hoffen. Dann erhoben sie sich gegen die beiden Ältesten, die Daniel durch ihre eigenen Worte als falsche Zeugen entlarvt hatte. Das Böse, das sie ihrem Nächsten hatten antun wollen, tat man nach dem Gesetz des Moses ihnen an. Man tötete sie. So wurden an jenem Tag unschuldiges Blut gerettet. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Nach Johannes. Ehre sei dir, Herr.
In jener Zeit ging Jesus zum Ölberg. Am frühen Morgen begab er sich wieder in den Tempel. Alles Volk kam zu ihm. Er setzte sich und lehrte es. Da brachten die Schriftgelehrten und die Pharisäer eine Frau, die beim Ehebruch ertappt worden war. Sie stellten sie in die Mitte und sagten zu ihm: Meister, diese Frau wurde beim Ehebruch auf frischer Tat ertappt. Mose hat uns im Gesetz vorgeschrieben, solche Frauen zu steinigen. Nun, was sagst du? Mit dieser Frage wollten sie ihn auf die Probe stellen, um einen Grund zu haben, ihn zu verklagen. Jesus aber bückte sich und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Als sie hartnäckig weiterfragten, richtete er sich auf und sagte zu ihnen: Wer von euch ohne Sünde ist, werfe als Erster einen Stein auf sie. Und er bückte sich wieder und schrieb auf die Erde. Als sie seine Antwort gehört hatten, ging einer nach dem anderen fort, zuerst die Ältesten, und Jesus blieb allein zurück mit der Frau, die noch in der Mitte stand. Er richtete sich auf und sagte zu ihr: Frau, wo sind sie geblieben? Hat dich keiner verurteilt? Sie antwortete: Keiner, Herr. Da sagte Jesus zu ihr: Auch ich verurteile dich nicht. Geh und sündige von jetzt an nicht mehr. Das Wort des Heiligen Evangeliums: Tilge unsere Sünden. Lob sei dir, Christus. Zu Christus lasst uns beten, der uns den rechten Weg lehrt. Hilf den Hirten deines Volkes, dass sie Frieden bringen, wo Streit ist. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Lass die Mächtigen einsehen, dass Gerechtigkeit der Weg zum Frieden ist. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Höre auf alle, die aus Not und Bedrängnis zu dir rufen. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Gib uns Entschlossenheit, unsere verkehrten Neigungen zu überwinden. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Heiliger Gott, du liebst das Recht und hast das Unrecht. Leite unsere Schritte auf den Wegen der Gerechtigkeit. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Thank you.
Lasst uns beten. Herr, wir bringen die Gaben für die Feier des heiligen Opfers. Nimm auch die Frucht unserer Entsagung an und lass uns in der Freude eines geläuterten Herzens an deinen Altar treten. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Der Herr sei mit euch. Erhebet die Herzen. Wir haben sie beim Herrn. Lasst uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, allmächtiger Vater, zu danken und das Werk deiner Gnade zu rühmen. Denn das Leiden deines Sohnes wurde zum Heil für die Welt. Seine Erlösungstat bewegt uns, deine Größe zu preisen. Im Kreuz enthüllt sich dein Gericht. Im Kreuz erstrahlt die Macht des Retters, der sich für uns dahingab, unseres Herrn Jesus Christus. Durch ihn loben dich deine Erlösten und vereinen sich mit den Chören der Engel zum Hochgesang von deiner göttlichen Herrlichkeit. Gott, du bist der Quell aller Heiligkeit. Darum bitten wir dich, sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden, Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Am Abend, an dem er ausgeliefert wurde und sich aus freiem Willen dem Leiden unterwarf, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmt und esst alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus, das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes. Mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden, tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringen dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen. Wir bitten dich, schenke uns Anteil an Christi Leib und Blut und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke der Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein Volk in der Liebe vereint mit unserem Papst Franziskus, unserem Bischof Felix und allen Bischöfen, unseren Priestern, Diakonen, allen Frauen und Männern, die zu einem Dienst in der Kirche bestellt sind. Gedenke unserer Verstorbenen, die von uns gegangen sind, in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Wir beten in dieser heiligen Messe heute im 6-Wochen-Gedächtnis für Gerhard Gruschka.
beten im Jahrgedächtnis für August und Sibylla Remi und den Sohn Hans-Gerd. Wir beten für Hans Hahnenberg, für Norbert Weiermann, Meinrad Pichotka, Heinz Ravens und Johannes Irkens. Nimm sie und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie dich schauen, von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarme dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird, in der Gemeinschaft mit Maria, der seligen Jungfrau und Gottesmutter, mit deinen Aposteln und mit allen, die bei dir Gnade gefunden haben seit Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn, Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Wir heißen Kinder Gottes und wir sind es, deshalb wollen wir miteinander beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von den Bösen. Erlöse uns, Herr allmächtiger Vater, von allem Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers, Jesus Christus, erwarten. Denn dein ist das Reich, die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Jesus Christus ist unser Friede und unsere Versöhnung. Seinen Frieden und die Kraft seiner Versöhnung erbitten wir für heute und für unsere Zeit. Der Friede des Herrn sei alle Zeit mit euch. Und mit deinem Geist. Lamm Gottes, du nimmst dir weg die Sünde der Welt, erbarme dich auf. Lamm Gottes, du nimmst dir weg die Sünde der Welt, erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst dir weg die Sünde der Welt, gib uns deinen Frieden. Seht im Zeichen des gebrochenen Brotes Christus, das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Ich bin das Licht der Welt, so spricht der Herr. Wer mir nachfolgt, wird das Licht des Lebens haben. Thank you.
Seele Christi, heilige mich. Leib Christi, rette mich. Blut Christi, tränke mich. Wasser der Seite Christi, wasche mich. Leiden Christi, stärke mich. O guter Jesus, erhöre mich. Birg in deinen Wunden mich. Von dir lass nimmer scheiden mich. Vor dem bösen Feind beschütze mich. In meiner Todesstunde rufe mich. Zu dir zu kommen heiße mich. Mit deinen Heiligen zu loben dich in deinem Reiche ewiglich. Lasset uns beten. Gütiger Gott, du hast uns durch die Gnade des Heiligen Sakramentes gestärkt. Befreie uns von unseren falschen Neigungen, damit wir auf dem Weg der Nachfolge Christi dir immer näher kommen. Darum bitten wir durch ihn, Christus, unseren Herrn. Der Herr sei mit euch. Es segne und bewahre euch der treue Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Gehet hin in Frieden.